Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem neuen Kanal. Ich bin der Mörp und wir spielen Dragon's Dogma 2. Das hier ist einer meiner Nebenkanäle, falls ihr noch nie von mir zuvor gehört habt. Ich bin normalerweise im Strategiebereich unterwegs und das schon seit einigen Jahren und bin da normalerweise auf meinem Hauptkanal Mr. Mörp unterwegs. Aber ich spiele auch sehr, sehr gerne unter anderem Rollenspiele wie dieses hier und ja, ich würde einfach mal sagen, starten wir das Ganze. Wobei, eine Sache will ich gerade noch mal gucken. Wie sieht es hier aus nochmal mit den Kameraeinstellungen? Dann seht ihr auch so ein bisschen, was jetzt hier gerade eben eingestellt ist. Interessant, das hatte ich eigentlich schon verändert. Warum hat der das runtergestellt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Manchmal verstehe ich es nicht so hundertprozentig. Egal, wir werden auf jeden Fall das jetzt hier beibehalten, weil das sah ja gerade eben aus wie Grütze an der Stelle. Ja, ansonsten habe ich hier, ich habe meine RTX 3090, also ich bin der Meinung, dass das hier eigentlich hier wunderbar funktionieren sollte, alles, was jetzt hier eingestellt ist. Gut, dann können wir jetzt also tatsächlich loslegen. Also, ich bin blind hier in diesem Spiel, also ich spiele es zum ersten Mal, ohne Vorkenntnisse. Ich bin mir der, Diskussionen über die DLCs dieses Spiels angeht, bewusst. Aber das sind ja alles optionale DLCs, sage ich jetzt mal, die eher so Pay-to-Progress sind und nicht unbedingt, dass man wirklich was davon hat. Also ich sag's mal so, wer sich diese ganzen anderen DLCs halt, die es momentan direkt zum Start des Spiels gibt, kauft, der will halt unbedingt schneller durch das Spiel durchkommen und dann ist das auch die Entscheidung dieser Person. Ich kritisiere das nicht, ich wundere mich lediglich, aber manche Leute haben halt vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit, ne? Also, wir starten! Und erstmal einen schwarzen Bildschirm. Das mag ich ja. Oh, jetzt geht's los. Es ist Französisch und ich kann kein Französisch. Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine größte Kraft erreicht. On a guess, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Ich habe so das Gefühl, das sind wir. Ja, ich glaube ziemlich sicher, das sind wir. Ist aber ein schicker Thron. Wow. Ich hoffe, der ist nicht vergiftet. Vorkoster! Behold! Before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign!
risen. Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Das lief wohl anders als geplant. Ausgrabungsstätte Kerker. Oder vielleicht waren wir das gar nicht? Das scheint auf jeden Fall eine andere Kultur zu sein mit diesen Grummsäbeln hier. Ja, ich würde sagen, ist auf jeden Fall eine andere Luft. Aha, und jetzt darf ich mir meinen Charakter zusammenbasteln. Oder auch nicht. I've just got to take down a record of your name and face. Come on. Step forward. Ah, du kannst entweder einem Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen deines Charakters von Grund auf anzupassen. Ich guck mal erstmal, ne, was das so für Typen sind. Is it you? No? It is hard to say. Ah, es gibt also auch so Katzenmenschen. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich nicht wirklich firm bin mit der Welt von Dragon's Dogma. Ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt, aber ich hoffe, wir werden trotzdem sehr viel Spaß damit haben. Gucken wir mal gerade eben nochmal die anderen hier so ein bisschen an, die es hier noch gibt. Ja, entspann dich mal an der Stelle ganz kurz. Ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall selber einen zusammenbasteln. Aber bevor wir das machen, meine lieben Freunde, habe ich mir gedacht, ich erwähne mal ganz kurz, ich habe ja noch einen Partnershop, der heißt GamesPlanet. Wenn ihr selber auch Bock auf dieses Spiel habt, könnt ihr unten in die Videobeschreibung gucken. Und da findet ihr dann einen Link, der führt euch direkt zum Spiel im Shop hin. Und da könnt ihr dann den Code DOGMA verwenden, um das Spiel dort 10% günstiger zu kaufen. Vielen Dank, wenn ihr es tut. Das unterstützt mich und meinen Kanal. So, wir gucken mal. Also, was können wir machen? I thought I recognized you. Wie soll er das machen? Also, ich baue jetzt mir halt einfach selber einen Charakter kurz mal zusammen. Also, wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du Anpassungen auswählst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Das ist einer der Punkte hier tatsächlich, die manche Leute kritisieren. Ne, man kann halt nur einen Charakter erstellen und wenn man ihn de facto neu anfangen möchte, dann muss man im Grunde seinen Speicherstand auf der Festplatte finden und löschen. Die wollen tatsächlich hier, also Capcom möchte tatsächlich, so wie es aussieht, das Spiel, also DLCs verkaufen für mehr Charakterslots, was ich äußerst kritikwürdig finde. Aber wie gesagt, man kann ja auch den Trick mit dem Löschen machen. So, was haben wir denn da? Also, wir haben jetzt erstmal den Körpertyp. Also, ich persönlich denke, also sie reden von Rassen, okay, das sind Mensch und diese Katzenmenschen. Ich denke, ich gehe mit einem männlichen Menschen. Mit dem kann ich mich am meisten identifizieren. Dann, manche sind sehr, sehr groß und man kann sie auch sehr, sehr klein machen. Nee, also ich glaube, ich gehe mit dem Charakter, der tendenziell eher so mir entspricht. Ich glaube, also zumindest das hier ist meine Zukunft, hoffe ich doch zumindest mal. Ich nehme den da. Okay, passe das Gesicht nach deinen Vorlieben an, indem du es in 3 Stufen konfigurierst. Du kannst dann in den Kopf, den du als Basis ausgewählt hast, weitere Bearbeitungen vornehmen. Ja, das... So Prince Charming oder Boygroup-Look. Was haben wir denn dann noch? Ah, okay, das sind also... Nee, warte mal, da oben. Ich kann noch durchschalten. Natürlich, ich kann noch durchschalten. Ich spiele übrigens das Spiel und ich versuche es mit Pad zu spielen. Aber es kann gut sein, dass ich vielleicht zur Maus zurückkehre, wenn es mir nicht so wirklich gefällt.
Also es sind schon einige Gesichter. Ich bin am Überlegen, ob ich einen älteren Charakter nehmen soll. Dann spiele ich wieder meinen typischen Charakter Opa. Ich glaube, das mache ich sogar, Leute. Ich glaube, wir spielen Opa. Ja, aber noch einer etwas jüngeren Variante vielleicht. Der Typ sieht aus wie Kyle Gass von Tenacious D. Mal überlegen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den da. Ich nehme den da. So einen alten, kernigen Hund. So, okay, wir können ihn aussehen lassen wie das Ding aus dem Sumpf. Mal überlegen. Ich finde das jetzt eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Hier kann ich jetzt nichts weiter einstellen. Ich glaube, ich nehme den da, oder? Ja, wobei, ich mag den Backenbart eigentlich sehr gerne. Ey, ganz im Ernst, Backenbart habe ich schon mal wirklich getragen für den Victoria 3 Release im Livestream damals. Ich mache tatsächlich den Backenbart und hier die fliehende Stirn, auch wenn die fliehende Stirn nicht meiner Haarpracht entspricht. Ich bin tatsächlich eher so der Typ. Naja, nicht ganz, aber wir machen das da. Mal gucken. Oh, kann ich einen Stirnacken aus ihm machen? Ich glaube, ich nehme das. Das ist der Basiskopf. Möchtest du ihn weiter anpassen? Ja, warum nicht? Aha, so sehen wir also aus. Wir haben eine lustige Wunde auf der Brust. Wir haben momentan eine Körpergröße von 1,70. Tatsächlich bin ich in echt ein bisschen größer. Ich gehe mal so auf meine Standardkörpergröße. Ne? Ah, so gut. Rumpf. Oh, das ist in Ordnung. Wobei, das bedeutet Rumpflänge, nicht die kurze. Ah. Ich habe tendenziell tatsächlich eher etwas längere Beine. Machen wir es mal so, das kommt mir dann sinnvoll vor. Ja, wobei, das sieht ein bisschen. Ja, so sieht es ganz gut aus. Muskeltyp. Muskelstile. Also ich. Ja, er soll so ein kerniger Typ sein, ne? Muskelkraft. Ich finde das in Ordnung. Er ist eher so der Ältere, ne? Also er muss jetzt nicht unbedingt so super krass stark sein. Größe des Trapezmuskels. Dann trapezen wir doch mal da oben. So Stirnacken. Nee, ich denke, da bleiben wir auch so hier eher leicht so im leicht positiven Bereich. Oberkörpermuskulatur gehen wir mal auf. Auch so auf 5. Unterkörpermuskulatur. Warte mal, warum? Der sieht immer so verhungert aus. Also ich habe tatsächlich recht muskulöse Beine. Oberkörpergröße. Ich denke, da gehen wir auf 10 oder so. Die Unterkörpergröße, da gehe ich auch mal eher so auf 10. Und das finde ich in Ordnung so. Okay, dann gehen wir mal zurück. Kopf finde ich eigentlich schon in Ordnung. Körperhaltung. Bewegungsstil. Es gibt Bewegungsstile. Ich weiß nicht, ob das eine großartige Rolle spielt, aber ich bin auch eher so der langsame Großschrittmacher. Ellenbogenwinkel. Was, ich kann den Ellenbogenwinkel anpassen? Okay, dann schlappt er eher so durch die Gegend. Wir machen das so. Kniewinkel, gehen wir mal auf 20. Körperhaltung. Sehr aufrecht oder eher so gebeugt. Ich gehe mal auf minus 10. Genau, das soll es sein. Und dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir können ihn abschließen. So, jetzt muss ich. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Hallo, abschließen. Also, männlicher Mensch. Körper ist beschlossen. Basiskopf ist beschlossen. Detaillierte Anpassung. Ach, das war das da. Dann haben wir die Laufbahn. So, beziehungsweise unsere Charakterklosche. Kämpfer, Bogenschütze, Magier oder Dieb? Oh, was will ich hier spielen? Das ist die große Preisfrage. Magier nutzen ihre Stäbe, um verschiedene Zauber zu wirken. Ihre Beherrschung von Verzauberungen und Heilzaubern ist für jede Gruppe eine große Hilfe. Bogenschütze. Naja, wenn ich mit Pet spiele, glaube ich, wird es eine Debakel. Diebe sind mit wirbelnden Dolchen das Schlachtfeld. Zu schnell für das Auge.
Mit ihrer Geschwindigkeit und Agilität durchbrechen sie die Abwehr des Gegners. Ich glaube, die meisten Leute spielen wahrscheinlich Krieger, würde ich mal annehmen. Dann kommen am zweiten meisten wahrscheinlich Bogenschützen und die wenigsten spielen wahrscheinlich einen Magier. Ich denke, ich versuche mich am Magier. Ja, ich spiele einen Magier. Jetzt müssen wir uns die Stimme festlegen. Kann ich das mir mal anhören? Der Unterschied war jetzt marginal, oder? Schwermütiger Soldat. Mal gibt's irgendwo etwas. Ah nee, das war's schon. Das sind schon weibliche, ne? Nee, doch nicht. Bin sehr verwirrt gerade eben, ob diese Stimmen. Okay, das ist doch eine Frau. Ich dachte ehrlich gesagt, hier wären irgendwo die Männer versteckt. Ich glaube, ich nehme ihn einfach. So, also, dann haben wir ihn. Das ist er. Der Opa. So nenne ich ihn. So nenne ich die meisten meiner Charaktere. Opa hat schon 1000 Leben gelebt, falls ihr nicht kennt. Und er hat bis jetzt alles überstanden. Hoffentlich tut er das jetzt hier auch. Oh. Oh Gott. Name. Jetzt muss ich mir tatsächlich das überlegen. Oh Gott. Alter. Ich muss das Alter hochziehen. Wie alt kann ich ihn werden lassen? Cool. Ja, das finde ich schon in Ordnung. Ja, doch. Ich akzeptiere. Da hat er aufgehört zu zählen. Wie gesagt, er hat schon 1000 Leben gelebt. Name. Ja, wie gesagt, er heißt Opa. Muss ich mal reintippen, mal tatsächlich das andere Ding jetzt hier benutzen. Dann können wir das jetzt hier bestätigen. Spitzname. Hat er nicht. Kennt er nicht. So, also, er heißt einfach nur Opa. Charakter fertigstellen und fortfahren. Ja. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Ah, okay, warte mal. Ich benutze jetzt vielleicht... Ah, nee, doch. Ich sehe jetzt schon hier diese komischen Blicks. Ich benutze doch das Gedöns hier. Also, dann, ja, ihm gefällt der Ausdruck in unseren Augen nicht. Wir sind unverfroren für einen Vasallen. Ja, deswegen, das liegt daran, dass er Opa nicht kennt. Opa, wie gesagt, ist eigentlich nicht hier wirklich eingesperrt. Er ruht sich nur aus. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. Ach so, na gut. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Nee, nicht wirklich. Worry not, vessel. 3 days here and you'll be longing for death's sweet embrace. Ja, wenn du das sagst, du siehst echt sehr, sehr kompetent aus mit deinem komischen Gesichtsausdruck. Come along, you feckless dullards. Ja, ja, ich komm schon mit. Ich schnapp mir gleich deinen Stab. Jetzt dreht er sich weg und kratzt sich. Aber hat der Typ irgendwie, keine Ahnung, Läuse? Ich möchte bitte ein anderes Kerkerzimmer. Ah, jetzt sollen wir hinterher. Also gut, ja, ja, ich weiß, wie man sich bewegt. Dankeschön. Ich weiß, wie Hallo. Learn your place, Paul. Ja, ich wollte doch nur höflich sein. Ganz im Ernst, wir arbeiten jetzt hier eine Weile zusammen. Du bist der Folterknecht, ich bin der Gefolterte. Da kann man eine gute Beziehung zueinander aufbauen. Ist zumindest meine Meinung. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, die Atmosphäre ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nett. Hallo. Ich sehe den Himmel. Sie hat mir versprochen, ich muss ihn nie wieder sehen. So halten sie also ihre Versprechen. Das werde ich mir auf jeden Fall merken, wenn sie mir Folter androhen.
Aber ich bin gespannt, kann ich auch irgendwie rennen? Nee, noch kann man das nicht. Ich verstehe. Ich habe gerade so ein bisschen Gothic-Vibes. Die Ausgrabungsstätte, das Loch. So, man baut hier den Turm zu Babel? Das sieht fast so aus. Das hat damals auch schon nicht geklappt, der ist zusammengefallen. Ja. Ich habe gerade eben nur eure architektonische Brillanz kritisiert. Nicht bewundert unbedingt. Außerdem würde ich mich ja schneller bewegen. Wenn ich mich schneller bewegen dürfte. Aber das darf ich ja nicht, ne? Ich muss einfach schön jetzt hier in der Reihe bleiben. Ich darf nicht ausscheren. Wir sind hier beim Amt. Einer nach dem anderen. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. Danke, Rook. Aber alles gut. This is no place for one of your ilk. Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. Ja. Okay. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Ich hab's nicht vor, ihn zu erzürnen. Ich will ja mit denen zusammenarbeiten, ne? So eine Win-Win-Situation. Na gut. Ah, jetzt darf ich auch schneller laufen. Sehr gut. Wo sind die jetzt hin? Ich hab leider meinen Aufseher verloren. Ich nehme mal an, dass es hier in diese Richtung geht. Aber wirklich sicher bin ich mir nicht. Time for you to get to work. Ja, gerne. Und wie arbeiten wir? Ich habe keine Einführung bekommen. Ich kam gerade erst. Okay, hebe einen Felsen auf. Das werde ich wahrscheinlich hinbekommen oder auch nicht. You are prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Aha, also von da hinten soll ich sie holen. Na gut. Und ich dachte schon, das wäre jetzt hier wirklich angenehm oder so. Ich habe schon den Spa gesucht. Okay, jetzt muss ich das Ding greifen. Also, okay. Okay, dafür, dass wir dieses Riesenschiff... Ist in Ordnung, ich passe schon auf. Ich bin der Meinung, wir sind schon sehr, sehr leichtfüßig dafür, dass wir dieses Riesending hier... Ich kann sogar springen. Ja, das ist einfach Opa, Leute. Ne? Das ist einfach Opa, der ist unkaputtbar. So, dann lasse ich mal los. A job well done. Now the next step is to... Ja? Ich glaube, der nächste Schritt ist Flucht. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Aber ich habe gerade eben erst angefangen, mich hier einzuleben. Jetzt muss ich hier schon wieder weg. Na gut, dann soll es mir recht sein. Mal gucken, was da für freundliche Leute, Hausierer, vorbeikommen. Okay, ich habe das Gefühl, sie sind nicht so freundlich. Der Eindruck erhärtet sich. Oh! Eine Medusa? Boah, wie geil sieht die denn aus? No, the damn thing's been awoken. You but fell that fiend, even at the cost of your lives. Na super. Ich glaube, ich nehme jetzt diesen Holzstock. Yay! Okay, magischer Blitz. Ich schieße dann einfach mal, ne? Ich bin hier ein lustiges Standgeschütz. Okay. Should the battle turn dire, keep in mind that you do have recovery. Eieiei, dem tue ich aber gerade ganz schön weh, dem Vieh.
Okay, Linderung kann ich jetzt noch casten. Okay, das betrifft irgendwie alle. Ich kann also auch Sachen werfen. Hallo? Ich glaube, ich töte es erstmal. Oder was auch immer. Ich kann auch rennen. Warte mal, was kann ich denn werfen hier? Kann ich diese Kiste da mal nehmen? So, danke. Nein, ich möchte diese Kiste hier nehmen. Ich glaube, wir töten sie einfach schnell. Das Schöne ist, ich habe ein Auto-Aim. Ach, das war erst Phase 1. Oder es geht jetzt einfach. Ja, so kann man es auch machen. Einfach gehen. Are you on hand? You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisa. Ich habe gerade Baldur's Gate Vibes. Creature escaped. Oh, you! Get back here! Nö, hab ich eigentlich nicht vor. This way, Arisen. Ich glaube, wir sollten noch schneller rennen. Come this way. Let us flee. Ja, wir sprinten so schnell wir können. Renne um dein Leben. Ja, oh, das ist. Hui! Ab ins Meer! Ich habe mich sowieso heute Morgen nicht gewaschen. Okay, Ladebildschirm, jetzt verfolgen sie uns. Die können nicht schwimmen. Wow! Okay, wir sind auf einem Greif. Sie versuchen ja nicht mal zu treffen. Die schießen ja. Eine Häuserbreite daneben. Also, wir sollen diese Welt wohl beschützen. Komische, mythische. Androgyne Figur hat das gesagt. Capcom präsentiert einen fliegenden Greifen in Dragon's Dogma. Das wird den Drachen nicht gefallen, dass wir direkt mit dem Greifen anfangen. Ich glaube, das wird uns noch einen Strafzettel einbringen oder so. Entwickelt durch den Exekutivproducer Jan Takeuchi oder Jun Takeuchi. Jede Menge weitere japanische Namen, die ich wahrscheinlich zu dumm bin auszusprechen. Aber sehr, sehr wichtig sind für das Spiel. Ah, es sieht schon sehr, sehr cool aus. Sobald ich jetzt auch kurz mal Ruhe habe, werde ich mal ganz, ganz kurz nochmal ein bisschen die Lautstärke im Spiel runterstellen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laut. Aber für den Anfang war es wahrscheinlich ganz in Ordnung. Oh, eine Balliste. Ja gut, macht ja auch Sinn. Sowohl fliegende Viecher als auch Schiffe kann man damit gut malträtieren. Ja, sie zielen schon. Oh nein. Das war mein erster Greif. Ich verlange Reparation. Wow. Okay, das geht schon mal gut los.
Da drüben qualmt es ganz schön. Oder war das noch Wolken? Ich weiß es nicht. Ja, da liegt er, da liegt er. Und da liegen wir. Wo ist unser Kumpel? Wir haben aber einen ordentlichen Zinken, ey. Great, keep your distance, Arisen. Oi. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Der nimmt es aber schon sehr, sehr cool und locker. Oi, are you all right? What happened here? Ein Luftverkehrsunfall. Ein Baumstamm hat meinen Greifen getroffen. Und dann bin ich rechts rangeflogen. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Ja, und ihr steht vor mir. Also, ja, das ist, Es hängt auch zusammen, was ihr sagt. Was it you then? The one who was riding on its back? Ja. It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Das ist super nett von euch, danke. Das ist das Netteste, was mir heute passiert ist, tatsächlich. Das kann ich nicht mal abstreiten. Moment, kann ich noch mal... Oh. Ich wollte ihn Greifi nennen. Einen besseren Namen hatte ich mir nicht überlegen können, aber die Beziehung zu ihm war schon sehr tief. Aber leider nicht so tief wie dieser Bolzen. So, was haben wir denn da Schönes? Oh. Ich habe einen Arzneitrank. Okay, also bis jetzt funktioniert das eigentlich schon ganz, ganz gut. Mir gefällt es, was ich hier tue. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. Es ist eigentlich genau... Could it be you were held in the neighboring country of Matal? Also, er will es eigentlich gar nicht genau wissen. Been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Oh. Fie! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. Yeah. If you find your strength flagging, imbibe a curative or have a bit of green orange. When one of the fiends comes... Ich mache eine Linderung jetzt hier kurz mal für ihn. Au, der schießt ja da drüben. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Au, 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 au. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Ich gebe zu, dass ich... Ich würde gerne diesen Feuerball nochmal machen, aber es fällt mir schwer. Ich bin einfach nur ein Standgeschütz. Au. Do not let yourself be swarmed by enemies in number. Best to draw them away from the horde and pick them off one by one. Ich stelle übrigens gerade eben fest, dass auch das schon tatsächlich der Fall ist, was ich schon gehört habe. Die Lebenspunkte da unten, ne? Also wenn ich Schaden bekomme, nehmen ab. Jedes Mal, wenn ich Schaden bekommen habe, also. Essence of battle lies in protecting one's. Where there are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Das mache ich schon. Ich wollte gerade eben sagen, die Lebenspunkte da unten kann ich nicht mehr alle komplett hochheilen. Weil nämlich, also dafür muss ich tatsächlich irgendwie erstmal in ein Lager kommen oder sowas. Ne? Also ich kann. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Also die Sache mit dem Treatment, also ich habe ja auf jeden Fall gerade schon mal irgendeine Art von Behandlung bekommen und die hat mir ehrlich gesagt ist nicht so ganz gut gefallen. Und ich muss gerade eben nochmal was testen. Ah, so geht das.
Das wäre gerade sehr nützlich gewesen. Okay, ich lerne noch, ich lerne noch. Ich bin ein Jungmagier, also eigentlich bin ich kein Jungmagier. Aber ich hatte mich geistig schon so schön auf diesen Knast jetzt hier eingestellt. Au, oh, ich muss aufpassen, ne? Das ist nicht so einfach. Ja, so ein bisschen eine Massenvernichtungswaffe bin ich definitiv. Oh, das war schon Level Up. Nice. Kann ich diese Pflanzen hier? Ne, die Pflanzen kann ich leider nicht mitnehmen. Den kann ich hier nicht looten. Jetzt bin ich mal gespannt, ab wann ich hier Level Up Dinge tun darf. Ach so, ja, ich wollte ja auch gerade eben nochmal... ne, das ist jetzt hier Karte, Ausrüstung, Status... Stufe 2. Ich habe da oben 0R, was auch immer das bedeutet. Wir werden es lernen gemeinsam. Aktuelle Disziplin. Ah, hier habe ich 137 DP. Das sind wahrscheinlich Disziplinpunkte, nehme ich mal an. So wird das wahrscheinlich heißen. Und man hat es ja vorhin schon geheißen, man kann hier... Oh, ich kann Erzmagier werden. Oh, Magier? Erzmagier. Dinge, die ich mag. Man merkt so ein bisschen, dass das Spiel hier halt dann doch sehr, sehr starke Vibes hat Richtung... Warte mal, ich kann den Sound nicht wirklich leise machen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass das Spiel ein bisschen laut ist. Ich kann es schwer beurteilen. Es ist halt mal lauter, mal leiser. Magier-Tutorial-Logbuch anschauen. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich habe diesen Button nicht. Das ist das Problem. Ich habe diesen Button nicht. Na gut, also auf meinem Pad ist dieser Button nicht. Zumindest erkenne ich ihn nicht. Ich werde es schon rausfinden, wie der Magier funktioniert. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Ja, nette Leute hier. What is this? The pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Das ging schnell. Before you stands a Riftstone. Ja. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Davon hat der andere Typ ja gesprochen, der da versunken ist. Aha, du wirst nun deinen Hauptvasall herbeirufen, den treuen Gefährten, der dich durch dein Abenteuer begleiten wird. Wie soll er aussehen? Versuche dir sein Erscheinungsbild vorzustellen. Du kannst entweder mit einer Voreinstellung beginnen oder deinen Vasallen von Grund auf neu erstellen. Boah, ich glaube, da nehme ich eine Voreinstellung. Wir wollen ja spielen. Ich glaube, dann nehme ich die da. Oder warte mal. Ich will so eine Barbaren haben. Ja, okay, nicht unbedingt die. So eine richtig hau drauf Dame hier. Ich glaube, ich nehme die. Aha, weiblicher Mensch, ja genau. Laufbahn, da nehmen wir jetzt den Kämpfer. Ja, die sieht aber schon so ein bisschen so zäh aus, die Dame. Wesensart. Gutherzig, besonnen, schlicht, geradlinig. Also was macht gutherzig? Loyal und hingebungsvoll. Die gehorsamste Art von Vasall. Legt den Schwerpunkt auf Unterstützung und hilft Verbündeten in der Not prompt. Besonnen.
rational und strategisch. Vasallen, die vorsichtig walten lassen, bevorzugt verteidigen und ausweichen und nutzen geschickte Taktiken, um zu überleben. Schlicht, neugierig und abenteuerlustig. Vasallen von der ehrlichsten Art, liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen und mag Herausforderungen. Geradlinig, unverblümt und impulsiv. Ein Vasall, der sich nicht an Regeln hält, genießt den Nervenkitzel und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Ich glaube, das ist sie. So, und dann kann ich noch die Stimme geradlinig fröhlich. Ja, finde ich in Ordnung. Also das ist sie. Das ist sie. Wir nehmen sie. Achso, ihr Name. Oh Gott. Jetzt muss ich mir schon wieder einen Namen ausdenken. Ja, komm, dann bleiben wir bei meinen ursprünglichen. Dann ist das jetzt hier Oma. So, dann ist das jetzt hier Oma. Die braucht auch keinen weiteren Spitznamen oder sowas. Spitznamen, die machen nur Spitzfindigkeiten. So, das ist er. Also, das ist Oma. So, jetzt habt ihr auch mal Oma kennengelernt. Ja, servus. This world is connected to innumerable other realms beyond the Rift, which pawns, such as myself, are able to traverse. Das ist schön. Deswegen habe ich dich auch hierher holen können, ne? My kind is duty-bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds to your benefit. Das finde ich sehr, sehr nobel von dir. I myself look forward to traveling alongside you and using my experiences beyond the Rift to enrich your adventures. Das freut mich umso mehr. Ich bekomme gerade lauter Sachen geschenkt. Oh, B. A pawn summoning before my very eyes. Okay, also du bist also weder ein Pawn noch ein Erweckter. Alles klar. You truly are the Arisen then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Heißt übrigens Justin mit 2 N. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. Ja, also momentan geht's auch noch über meinen Horizont. Ich hoffe, irgendwann erklärt mir jemand das. The Watchhead would know what to do. I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. Ja, dann gehe ich mal plündern und brandschatzen, ne? Ich find's interessant. Oh. You've no memories, you say. Nee, hab ich nicht. Das passt auch super zur Situation. Was ich gerade eben sagen wollte, ist, ich finde es interessant, dass wir nie etwas sagen. Das ist ein Konzept, das ich so in dieser Art noch nie hatte. Also wir können eigentlich immer nur die Dialoge weiterskippen. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Aber letzten Endes bietet es dann natürlich mir wiederum mehr Möglichkeiten zu kommentieren. Was ein erfrischender Ansatz ist. Aber natürlich, wenn man gar nichts dazu sagt, vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Also wenn man selber jetzt quasi nicht antwortet. Ihr wisst, was ich sagen will. Mayhap you could make for Melv then. It was set upon by the dragon not long ago. Direkt von dem Drachen angegriffen. Ja, nichts leichter als das, Fragezeichen. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Das wäre sehr, sehr gut. Ich möchte mich erinnern. Erinnern ist schön. Außenposten der Grenzwache, nördliches Lager der Grenzwache. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier meine Lumpen waschen kann. Riftsteine. Durch das Berühren eines Riftsteins kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigern jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Nochmal. Also ich kann viele Vasallen bei meiner Reise jemals überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deine Spezifikation entsprechen, aber die leveln nicht. Okay. Also die Vasallen leveln nicht. Pray, ask all you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Ja, ich habe viele Fragen. Luxa. Erzähl mir nochmal von diesen Riftsteinen. Das ist immer noch ein kompliziertes Konstrukt. Riftstones are gates that connect this world to a multitude of others. Okay. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done,
By their power shall we return to our own. Alles klar, also diese Vasallen kommen nicht aus dieser Welt. Ja, dann würde ich ganz, ganz gerne mal wissen, was ihr eigentlich wirklich seid. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the rift stones that we might aid you, Arisen. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut, das habe ich schon begriffen, aber warum seid ihr Vasallen? However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Ihr seid also lebende Bots. Das ist auch mal ein Schicksal. Na gut, und dann erzählt mir mal von dem, was ich bin, einer Vector. It is the name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Also wir sollen die Drachen besiegen. Jetzt habe ich Skyrim-Vibes. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Ach ja, ich sag's mal so, das mit dem Entkommen, das ist so ein fließender Prozess. Ich meine, ich bin auch gerade aus einem Gefängnis entkommen, vielleicht entkomme ich auch aus dieser Sache irgendwie. Aber wir reden ein andermal. Very well. May fortune speed you on your way, Arisen. Ja, und du ebenso. Ja, okay, also, wir sind jetzt tatsächlich hier. Wir haben Oma an unserer Seite. Wir haben immer noch ein bisschen Damage, den wir irgendwie noch heilen müssen. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr gerne ein Abo für meinen Kanal da lasst, dass der auch schön wachsen kann. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr ja auch mal bei mir im Livestream vorbeigucken. Ich bin meistens Samstag, Sonntag oder montags live. Meistens eher so mit Strategiespielen, aber auch mit Survival-Spielen. Denn Survival-Spiele spiele ich auch. Und hin und wieder mal gibt es auch mal ein Rollenspiel auf meinem Twitch-Kanal. twitch.tv/mörb unten in der Videobeschreibung. Und da sind noch diverse andere Links, zum Beispiel auch zu meinen anderen YouTube-Kanälen. Danke für eure Aufmerksamkeit und denkt daran, ne, ihr könnt hier dieses Spiel hier günstiger bei GamesPlanet kaufen mit dem Code Dogma. Einfach unten in den Link klicken und dann sparen. Macht's gut, tschüss und ade.